Vorschlag des Ständerates beinhalten aus dieser Sicht ein absolut zentrales Element, nämlich die Finanzierung von Renaturierung und Kompensationsmaßnahmen. Die Erfahrung mit diesem seit 10 Jahren bestehenden Instrument, zum Beispiel im Kanton Bern, zeigen auf, dass die Koppelung von zweckgebundenen Mitteln aus der Nutzung bzw. aus dem Strompreis mit Kompensationsmaßnahmen aus Sicht des Gewässerschutzes sinnvoll sind. Mehr noch, sie haben zur Folge, dass so die Bereitschaft der Kraftwerkbetreiber für die Umweltmaßnahmen steigt und gleichzeitig durch aufwertende Maßnahmen, zum Beispiel Ausgleichsbecken gegen Schwall und Zunk, sogar einen Win-Win-Effekt schaffen. Aber auch bezüglich der anderen Maßnahmen, der anderweitigen Maßnahmen des ständerätlichen Gegenvorschlages, den neuen Regelungen für Sunk und Schwall, Geschiebehaushalt und Restwasser, sieht das BFE aus Sicht seiner Wasserkraftstrategie kaum große Bedenken. Das Gegenvorschlag zur Fischereiinitiative läuft eigentlich im Gegenteil auf verstärkte Einzelfallbetrachtungen hinaus, erlaubt angemessene Lösungsansätze und das Optimieren von Projekten in diesem sich dynamisch entwickelten Umfeld. Nun, was sind die Lösungsansätze aus dieser Diskussion? Ich lege Ihnen 5 Lösungsansätze vor. Ansatz 1. Die Potenziale der Wasserkraft ist weitaus die wichtigste erneuerbare Energie nach wie vor der Schweiz und sie sind weiterhin auszuschöpfen, dort wo möglich auszubauen. Es muss alles unternommen werden, damit die Kapazitätsverluste durch den Klimawandel und durch die Umweltauflagen zumindest kompensiert werden können. Die Grundlagen dazu stehen im Energiegesetz bereit. Wir wollen alles daran setzen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig, und da bin ich sehr einverstanden, sind auch Maßnahmen zur besseren Regelung des Stromverbrauchs in Richtung von Energieeffizienz zu verstärken. Und ich sage das deshalb hier, weil nämlich die Kraftwerke, die Kraftwerkbesitzer, die Elektrizitätsunternehmen, 2 Aufgaben haben. Sie haben die Aufgabe, Strom zu produzieren, aber sie haben auch die Aufgabe, die eingesparte Kilowattstunde zu betreiben. Das heißt, es braucht beide Ansätze ins Pflichtenheft der Zukunft unserer Stromversorger. Dazu gehören eben Effizienzmaßnahmen, Effizienztarife, Effizienzbonus, Demand-Side-Management, wie all diese Begriffe heißen. Neuerdings sind die Stromunternehmen daran, diese Dinge wieder aus der, der Mottenkiste der 80er Jahre wieder hervorzuholen, weil sie begriffen haben, dass man damit auch Geld verdienen kann. Aber sie sind in die Verantwortung genommen, nicht nur als Produzenten, sondern gleichzeitig auch als Verkäufer der Megawattstunde, der eingesparten Kilowattstunde. Punkt 2. Sowohl Grosswasser- als auch Kleinwasserkraftwerke haben ihre Chancen und Potenzial. Ich wehre mich ein bisschen gegen das Auseinanderspielen zwischen Klein und Gross. In beiden Bereichen sind sorgfältig abgestimmte und optimierte Lösungen anzustreben. Womöglich sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Wirtschaftlichkeit die Nutzungsmaßnahmen immer mit Kompensationsmaßnahmen und Revitalisierungsmaßnahmen abzusichern. Drittens, eine Schlüsselrolle, vor allem aus ökonomischer Sicht, aber auch aus Sicht des Ausgleichs der Netze, haben die Pumpspeicherkraftwerke. Dies vor allem auch mit Blick auf die Frage der Qualität des Pumpstroms und auf die Bereitstellung von Ausgleichs- und Regelenergie im Umfeld des vermehrten Einsatzes von den anderen erneuerbaren Energiequellen, wie zum Beispiel Wind und Photovoltaik. Viertens, die kostendeckende Einspeisevergütung soll Investitionen in Kleinwasserkraftwerke finanziell absichern. Kleinwasserkraftwerke haben mit Blick auf die dezentrale Netzversorgung eine durchaus wichtige Rolle. Die Frage einer verstärkten Finanzierung von entsprechenden Revitalisierungs- und Kompensationsmaßnahmen ist dabei sicherlich abzuklären. Zusätzliche Kriterien, wie sie jetzt für die KEF vorgeschlagen werden, wir werden sicher darüber diskutieren, erachten wir aber im Moment als relativ problematisch, weil wir damit die bestehenden Umweltschutzmaßnahmen, die in diesem Bereich ohnehin gelten, allenfalls übersteuern würden. Abgesehen, wir vom BFE sind dafür in dem Sinn auch rein kapazitätsmäßig nicht aufgestellt.
Trotzdem wollen wir vom BFE die Qualitätsfrage angehen, aktiv angehen. Wir haben entsprechende Maßnahmen und Diskussionen in verschiedenen Bereichen, auch bei der Wasserkraft, bereits eingeleitet. Fünftens, es stellt sich mit Blick auf die gesamtökologischen Fragestellungen auch die Frage einer zukünftigen nationalen Sachplanung für die Nutzung der Wasserkraft, allenfalls ergänzt mit kantonalen Festlegungen. Dies mit dem Ziel, geeignete Standorte mit geringen ökologischen Auswirkungen zur Nutzung freizugeben, um im Gegenzug Gewässer oder Gewässerlandschaften mit hohem ökologischen Potenzial für ein und allemal unter Schutz zu bringen. In dem Sinn ist eigentlich auch eine erneute Diskussion des Landschaftsrappens, der an sich existiert, der aber auch so ein bisschen nach Greina vor sich herdümpelt, durchaus eine Diskussion wert. Denn sicherlich könnte auch so neben den Renaturierungsmaßnahmen, die über die Gewässerschutzinitiative oder den Gegenvorschlag des Parlaments jetzt zur Diskussion gestellt wird, könnten entsprechende Sicherungen von Landschaften eben tatsächlich realisiert werden. Und wenn wir diesen Weg gehen, auch der planerischen Maßnahmen, könnten wir vielleicht auch die Schutzverbände ein bisschen entlasten, die jetzt den Horror haben, dass sie 540 Kleinwasserkraftwerke alle miteinander anschauen müssen und sich damit fast nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Die Zukunft der Wasserkraft lautete der Titel und die Fragestellung. Ich versuchte, einige Antworten zu skizzieren und auch Vorschläge zur Diskussion zu bringen. Ich bin der Auffassung, dass die momentane Auseinandersetzung zu neuen Betrachtungsweisen führt und führen muss. Wir alle Nutzen- und Schutzseite haben jetzt die Chance, unsere Interessen unter neuen Vorzeichen wieder in Einklang zu bringen. Eine kontroverse Diskussion ist dabei richtig und notwendig. Aber letztlich braucht es dann pragmatische und optimierte Lösungen. Bei einem reinen Gegeneinander verlieren wir die Gesamtstrategie für eine nachhaltige Energieversorgung aus den Augen und handeln uns womöglich das größere Übel ein, nämlich die noch größere Abhängigkeit von den nicht erneuerbaren Energiequellen. Vielen Dank.